Ich bin Diego McPinto und das ist die linke Rattenfalle. Freunde, servus, was geht ab? Jeder weiß, dass man einige Lebensmittel leicht in das Arschloch schieben kann. Suppe, Pudding, Rosinen. Deshalb habe ich mir ein paar Mäusefallen bestellt. Die kommen leider aus China, deswegen funktioniert nur 1% der Ware, die gekommen ist. Dankbar sind wir trotzdem und hoffen, dass wir unser Finger nicht nochmal ein... Freunde, der Grund, ihr fragt euch jetzt bestimmt, wieso ich mir so viele Mäusefallen bestelle. Momentan gibt es auf dieser Welt sehr viele Ratten und Mäuse, zunehmend Daten, linke Ratten. Deshalb müssen wir uns vor denen schützen. Zum Beispiel vor der Arbeit gibt es viele linke Ratten, die den Chef in den Arsch kriechen. Da muss man leider aufpassen, deshalb die Mäuse fallen. So, ich habe langsam keinen Bock mehr. Ich bin Diego McPinto und das ist die linke Rattenfalle. Freunde, macht es bitte nicht nach. Eins hat mein Schwanz. Davon sind jetzt leider noch einige aktiv, die wir jetzt reaktivieren müssen. Wir reaktivieren, weil reaktivieren Spaß macht. Und nochmal, Freunde, wir reaktivieren wieso? Weil es Spaß macht. Freunde, damit verabschiede ich mich, glaube ich, langsam, aber sicher. Entschuldigung. Anne? Mama? Marokkanische Minze. Freunde, das Tee zieht jetzt schon seit 5 Minuten. Die marokkanische Minze sollte jetzt langsam rausgenommen werden. Der liebe ABK hat mir die marokkanische Minze zukommen lassen. Er hat mir versichert, dass da keinerlei Drogen oder sonstige Aufputschmittel drin sind. Dann genehmigen wir uns mal einen Schluck. Ich bin Steve McPinto und das ist der bekiffte Nippel. Ich bin Steve McPinto und das ist der bekiffte Nippel vor meinen Kollegen. Digga, krass. Steven hat abgestritten, Lauren vergewaltigt zu haben. Die forensischen... Freunde, genauso wie ich ihn rate, diesem Video ein Dislike dazulassen, rate ich ihn auch, diesen Mäusefallen-Experiment, den ich hier gerade vorgeführt habe, nicht fortzuführen, denn das führt zu Langzeitschäden im gehirnmäßigen Bereich, im... Freunde, wenn Sie noch zugeschaltet sind, dann hätte ich noch einen kleinen Tipp für Sie, falls Ihre Finger so wie meine gerade wehtun, ist ja logisch, empfehle ich Ihnen Olivenöl. Sie können jetzt natürlich davon, also je nachdem...